Ja, hier ist er wieder, Ihr alter Freidenker Silvano Tujach, an diesem Samstag, der so ein bisschen auf der Warteliste zum Frühjahrswetter ist, aber sich noch nicht ganz entscheiden kann. Ja, die Leute sagen ja immer zu mir, ja, bist wieder in dem Café zum Beobachten, beobachtest wieder die Leute fürs Kabarett und so. Na, also im Grunde genommen, ich beobachte schon die Leute, aber jetzt nicht unbedingt fürs Kabarett. Ja, man kann ja auch nicht alles verwenden. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal irgendwas gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, Menschenskind, das kannst du jetzt auf die Bühne bringen. Aber mich interessiert natürlich die Welt und mich interessieren vor allem natürlich die Menschen. Und deshalb schaue ich immer genau hin. Ich schaue. Also es gibt ja viele Menschen, die rennen einfach so durch die Wirklichkeit durch mit Scheuklappen und sehen nichts. Weil ich diese Beobachtung heute wieder zweimal gemacht habe. Da mache ich jetzt aber noch einen kleinen Vorspann. Sie wissen ja, ich habe es heute wieder gelesen in irgendeiner komischen Zeitung. Jeder Mensch, Deutscher, der behauptet, es gäbe auf der Welt Unterschiede zwischen den Menschen, also zwischen verschiedenen Kontinenten, Asien, Europa und so weiter. Das ist ein Faschist, das ist ein Nazi, das ist ein Rechtsradikaler und der sollte am besten um so einen Cocktail von der Schweiz bitten, damit es sich selber aus der Welt schafft. Ja, weil das natürlich Rassismus ist. Das ist das Allerschlimmste, ist Rassismus, wenn man behaupten würde, es gäbe Unterschiede zwischen den Menschen. Nur ich behaupte ja natürlich, dass es sie sehr, sehr, sehr wohl gibt und zwar sehr manifest. Schauen Sie, meine Beobachtung, und dafür wird immer alle 10 abschneiden lassen, allein in den letzten 2 Wochen habe ich auf der Straße ungefähr 100 Schwarzafrikaner gesehen, Schwarzafrikaner, ja, die auf der Straße ihre Maske aufhatten. Und ich habe keinen einzigen osteuropäischen Menschen gesehen, der auf der Straße eine Maske aufhat. Sagen Sie mir jetzt bitte nicht, Herr Tujach, ja, wie erkennen Sie einen osteuropäischen Mann? Den erkenne ich auf 100 Meter Entfernung. Ja? Und ich wusste schon immer, Schwarzafrikaner sind ganz, ganz, ganz ängstliche Menschen. Also es wundert mich überhaupt nicht, dass da jeder dritte, vierte hier, also seltsamerweise hauptsächlich Männer, aber es sind halt auch hauptsächlich männliche Schwarzafrikaner jetzt in Deutschland. Also auch da gibt es Unterschiede. Und in meinem letzten Beitrag habe ich ja was gemacht über China. Für mich ein Land, wo man also noch 100-mal mehr jetzt über den Menschen verzweifeln kann als in Europa. Und es gibt kein Individuum in China und die wollen auch gar keine Individuen sein. Der Chinese sagt, der Staat muss mir bis ins Kleinste vorschreiben, was ich machen will und das ist mein Glück. Er schreibt es mir vor und macht alles für mich, der Staat. Und ich erinnere mich daran, dass ich vor mindestens 10 Jahren habe ich einen Chinesen kennengelernt und diesen Satz von ihm, den werde ich nie vergessen. Der hat zu mir gesagt, weißt du, Silvano, der Chinese ist wie ein eingesperrter Vogel, der in einem Kanarienvogel oder was auch immer, der in einem Käfig lebt. Der will mal ganz kurz vielleicht auf sein Leiterchen vor den Käfig, aber er schaut, dass er sofort wieder in seinen Käfig, ins Eingesperrtsein zurückkommt. Der will so wieder zurück. Und hat er gesagt, so sind wir Chinesen. Und ja, das sind halt auch Unterschiede. Und ja, mein Gott, ich weiß es nicht, welche Wahnsinnskraft da, Kraft ist nicht der richtige Ausdruck, welcher Wahnsinn bei vielen Menschen jetzt in Deutschland da grassiert, die sagen, es gäbe keine Unterschiede und jeder, der das behauptet, ist ein Rassist. Nennen Sie es, wie Sie wollen, ob Sie es Ethnie nennen oder Rasse, aber es gibt ganz, 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 ganz massive und große Unterschiede zwischen den Menschen in den verschiedenen Kontinenten. Und ja, mein Gott, der Irrsinn wird halt verbreitet über die Medien, ja, über wen denn sonst, ja, ganz klar. Und irgendwann, ich weiß gar nicht, wann es die Menschen glauben. Und naja, gut, ich habe schon immer den Eindruck gehabt, es geht viel mehr um Wahrheitsvermeidungsstrategien als um die Enthüllung der Wahrheit. Mit diesem Satz sage ich, kommen Sie gut ins Frühjahr. Dankeschön fürs Zuhören, Zuschauen.
Ugh.